Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit dem Bau meines Fräses beginnen kann. Ich werde eigentlich nur den Korpus bauen, ein paar Rollen drunter schrauben und dann die Grundplatte, die ich von Craig bekommen habe, dran schrauben. Und das war's. Natürlich kommt dann noch meine Oberfräse dran, aber das seht ihr gleich in den folgenden Minuten. Lass uns loslegen. Ich habe Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Also Zuschnitt der Multiplex-Platten. So, den Zuschnitt haben wir jetzt erledigt und zwar haben wir hier einmal die Rückwand, die zwei Seitenteile und die Bodenplatte. Die werden wir jetzt alle miteinander verbinden. Das mache ich mit Pocket Holes. So, dann ziehen wir uns das mal lang hier so durch, damit wir das nachher ansetzen können an der Markierung des Geräts, übereinander legen. Hier gehen wir 15 mm. dran und von hier aus auch 15 mm. Das ist so ein guter Wert. So, Absaugung anschließen und dann können wir loslegen. Die Markierungen. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt runterdrücken, haben wir die Markierung von unserem Werkzeug. Das wäre jetzt hier diese Bohrung oder dieses Loch. Setzen wir hier an und können dann loslegen. Ich hätte natürlich die Absaugung einschalten sollen. Das haben wir vergessen. Jetzt können wir nämlich etwas Leim nehmen und die passenden Schrauben und das Ganze ja, festschrauben. Oh, der Leim ist leicht etwas kalt hier in der Werkstatt, aber das macht nichts, das funktioniert noch. So.
fertig geschraubt. Was mir jetzt noch fehlt, ist hier eine Strebe. Die werden wir hier dran schrauben. Das sorgt erstens für Stabilität und zweitens haben wir hier noch eine Auflagefläche, wenn wir das die Frästischplatte draufsetzen. Immer 35er. Ich werde jetzt einfach mal die Platte hier festschrauben. Dafür nehme ich hier mal den Parallelanschlag ab. Die Einlegeplatte. Ich hatte hier, glaube ich, schon ein Maß eingestellt. Ja. So, hier haben wir jetzt unsere Oberfräse. Darunter, unter dieser Kappe, befindet sich eine Feder, die werden wir jetzt ausbauen. Denn die muss nämlich raus, wenn wir das Ganze als Tischfräse nutzen. Eine Schraube. Und dann nehmen wir mal die Kappe ab. Boah, Vorsicht, Vorsicht. Die ist extrem unter Spannung. Was ist das denn, Alter? So eine lange Feder, Wahnsinn. Also da müsst ihr echt vorsichtig sein. Ich habe das jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht gewusst, dass das Ganze so sehr unter Spannung ist. Wir drehen jetzt hier die Schraube wieder rein. Also ganz vorsichtig, Schraube ab und dann wirklich, wenn ihr die Schraube abgemacht habt, draufdrücken und langsam loslassen. Das müsst ihr natürlich drehen. So, die Feder ist jetzt raus. Die tun wir jetzt auf Seite. Darunter befindet sich ja noch normalerweise hier diese Grundplatte. Die hier, die habe ich jetzt mal abgeschraubt. Die brauchen wir nicht. Wir werden das nämlich nehmen, als Schablone nutzen für die Einlegeplatte. Hier diese Einlegeplatte. Ich nehme mal hier gerade diesen Ring kurz ab. So,
Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, haben wir hier ein paar Markierungen. Wie ihr seht, je nachdem, welche Maschine ihr benutzt, das ist auch in der Bedienungsanleitung drin beschrieben. Dort steht zum Beispiel drin, je nachdem, welche Maschine ihr nutzt, welchen Ring ihr da nehmen solltet. Dann gucken wir mal. So liegt das an. Das ist vorne, vorne und vorne. Hier haben wir eine gerade Linie, die dann mit der Linie übereinstimmt. Das gilt auch für die Seite hier. Jetzt machen wir unsere Markierung. Da, wo unsere Bohrung nachher kommen soll, fällt mir gerade ein. Ich nehme mir hier so ein Paketband, klebe das an die Stellen. Da sehen wir die Markierung nachher besser. Ein Tipp am Rande. Machen wir das hier nämlich schön mit dem Edding. Tada! So, wir nehmen uns jetzt hier so einen 2,5 mm Bohrer und bohren erstmal durch. Drehen das Ganze jetzt einmal um und haben unsere Markierungen. Das Zeug stinkt. So, jetzt haben wir hier unsere Vertiefungen gemacht. Und jetzt werden wir nämlich mit dem 6er Bohrer durchbohren. Das ist jetzt nämlich die Schraubendicke. Jetzt schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Ja, ist bündig. Auch hier passt es wunderbar. Jetzt habe ich natürlich dummerweise gesagt oder gedacht, dass ich längere Schrauben brauche. Ist natürlich Quatsch, weil wir haben ja die Versenkung gemacht. Dadurch können wir wieder die originalen Schrauben verwenden. Also braucht ihr euch keine Gedanken über neue Schrauben zu machen oder längere Schrauben. Das ist Quatsch. Ja, das passt super. Ziehen wir das schön fest. Für die Höheneinstellung haben wir ja hier noch diesen Hebel, dieses Werkzeug. Dafür müssen wir ja auch noch eine Bohrung machen. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich da die Markierung mache. So, drehen wir das Ganze mal um. Das ist hier diese Kerbe, die ich meinte. Das heißt, wir werden jetzt natürlich gucken, was für einen Bohrer wir dafür nehmen. Auch da müssen wir etwas drunter legen, wieder Kreppband, also ein Paketband, damit wir da eine ordentliche Markierung hin machen können. Ich nehme hier die zwei Schrauben weg. Wenn wir uns einen 12er Bohrer nehmen. Ja, einen 12er Bohrer und bohren da gleich schön durch. Setz mir den Bohrer mal hier hin. Mach mir da so eine wieder mal eine Markierung. So.
Dann kommt es hier unten dran, das packt und dann kann man schön die Höhe einstellen, hoch und runter fahren. Und das funktioniert einwandfrei. Jetzt kann der Teil komplett hier rein, vorsichtig, perfekt. Passend zur Maschine habe ich mir hier dieses Verlängerungskabel bestellt, in einem knalligen, schönen Orange und diesen Sicherheitsschalter. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Jetzt möchte ich das hier an die Seite montieren. Das heißt, entweder so, was mir ja überhaupt nicht gefällt. Ich würde es ja gerne so haben, damit ich, wenn ich über die Kante fühle, direkt an den Schalter dran komme, an die Knöpfe. So, und wie mache ich das? Jetzt habe ich hier am Gehäuse hinten 4 Löcher. Die sind ja eigentlich für die Schrauben gedacht. Aber wenn wir jetzt da mit dickeren Schrauben reingehen, dann können wir knapp 2,5 cm reinschrauben. Wie übertragen wir jetzt die Löcher an die Seitenwand? Ganz einfach, wir drehen da Schrauben rein. Knipsen die Köpfe ab. Ich habe hier mal eins schon mal vorbereitet. Das heißt, wir nehmen uns hier, in meinem Fall, nehme ich hier ein paar Prägipsplattenschrauben. Die schrauben wir hier rein, knipsen die Köpfe ab. Das habe ich jetzt hier einmal vorgemacht. So sieht das Ganze dann aus. Und können das Ganze dann schön hier dran drücken. Dann haben wir einen Abdruck und können da die Bohrungen machen. Gut, dann müssen wir hier jetzt nur noch für das Kabel, für den Stecker, hier an der Seite irgendwo, müssen wir noch ein Loch reinbohren. Ist das jetzt zu hoch oder was? Nein. Jetzt haben wir eine Trennung zwischen dem unteren Bereich und hier oben. Wenn wir wollen, können wir das natürlich jetzt hier befestigen mit Schrauben, damit es nicht rausrutscht. Ist das fest? Jawohl. Nein, ist es nicht. Jetzt. Untenrum werde ich mir einen Schubkasten bauen. Da meine Vollauszüge ja zu lang sind, werde ich mir da was anderes einfallen lassen müssen. Und das werden wir jetzt machen.